Das ist korrekt, Lee. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Multiplayer-Projekt mit Maurice, der in der letzten Folge das ganze Saatgut einfach wieder rausgekippt hat und jetzt wieder einladen darf. Und und wir dann mal mit dem Dünger gucken müssen. Dünger ist jetzt drin, wir brauchen nur noch Saatgut. Ja, Dünger ist nur so 800 Liter drin, richtig? Nee, 3000 jetzt. Ja, dann krieg ich doch mal die Grünen da wieder rein. Ja, halt doch ruhig. Da musst du aber noch mehr rein. Oder geht da nicht? Arbeite doch. Passiert nicht oft, da hast du wohl recht mit. dann machst du jetzt auch gar kein Badminton mehr, oder? Nee, das muss ich jetzt ausfallen lassen. Aber dafür habe ich ja nur Schulsport, weil dann machen wir auch jetzt gerade Badminton. Ich hatte das letzte Mal wieder Sport, also Mittwoch. Seit Anfang des Schuljahres. Okay. Ja, Sportlehrer krank und krank, dann fällt halt immer wieder aus und war auch ganz angenehm, war es halt um eins wieder zu Hause, Feierabend. Konnte man sehr gut mit leben. Ja, eigentlich. Dann hatten wir jetzt Mittwoch Sport. Dann hatten so 5 Leute ihre Sportsachen mit. Oh, das ist natürlich von, eine super Quote. Von wie viele waren wir? 25 oder so, weil ein paar krank waren und so. Gute Quote. Ja, dann haben wir ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen Handball, also so ein bisschen halt Machmen und Two-Man und so. Ja, ist voll, bitteschön. Ist voll, so muss das so. Und dann haben wir um 2:30 hat der Lehrer um 2:30 gesagt, ja, das lohnt jetzt aber auch nicht mehr, fahren wir nach Hause. Feierabend. Aber nach Hause. Halbe Stunde früher als vorher. Gut. War ich da noch? Ich war noch bei der Bank, Geld abheben und bin dann nach Hause gefahren. Nee, ich war noch kurz im Lidl drin, weil das alles so in eins ist, das ist ganz praktisch. Achso, ja, siehst du. Das ist optimal da. Ich hab noch 2-3 Sachen eingekauft und dann nach Hause und dann war ich zu Hause um 2:55 oder so. 2:50, ja, Auto weggestellt, Essen für Firma am nächsten Tag gemacht. Bin ich verkehrt gefahren? Ne, bin ich nicht. Ja, dann war der Tag auch schon wieder fertig. Lass uns mal gucken müssen, wer automatische Ballen gab, die automatisch. Autoload gibt es glaube ich noch nicht. Ne, wir müssen auch unbedingt wiederholen, wenn es die gibt. So, wir sind schon mal bei den Ballen angekommen von dir. Ja, aufsammeln. Wir müssen uns immer noch was mit den Zuckerrüben dort überlegen oder Kartoffeln, was da drauf steht. Steht 20? Ja. Aber wollen eigentlich noch Gras drauf. Ja. Ernten und dann Gras drauf. Dann machen wir so ein großes Grasfeld hier draus. Ja, dann müssen wir da uns noch irgendwas für überlegen. Ja, müssen wir uns die Karre mieten halt, ne? Hast du mal auf den Mietpreis geguckt? Kannst du mal machen? Ja, kostet, weil sonst könnten wir uns zumindest schon mal ausmalen, was wir nächste Woche tun können. Gott, das haben wir da auch mindestens eine halbe Stunde dran. Also 2 Folgen war garantiert dabei. 25.000 Mieten. Ja, eine Stunde Mieten und dann gibt's ihm. Nächste Woche. Machen wir. Schreiben uns das für nächste Woche auf die Fahne. Kannst du dann, wenn du Zeit, wie viele Ballen musst du denn da sammeln? Ja, kurz die Hälfte vom Feld. Aber was denn? Vielleicht nochmal beim Baumwollernter den Rest da einsammeln, also rauf und runtergefahren ist. Ich sah ja schon, aber Umlauf einmal eine Ball langziehen. Ja, mach ich gleich. Dann saßt du da auch schon mal drin, hast gesagt, hast du ihn auch schon mal gefahren, dann passt das ja. Nee, was ist denn jetzt los? Ja, besagt, ihr Livestream ist wohl da nicht verfügbar. Ich dachte schon, wäre es aus dem Spiel geflogen. Glaube es hackt hier. Wir wollen Handball sehen. Hallo. F5?
So, jetzt haben wir auch wieder. So. Gut, ab nächste Runde. Da bringt Söhrbohnen immer noch das meiste Geld. Alles. Ja. Ist Wolle eigentlich noch so ertragreich? Also jetzt nicht Baumwolle, sondern nur Wolle? Ja, da muss nachgucken, das kann ich schon nicht sagen. Das war ja immer so eine Geldprügelmaschine. Also wir können uns überlegen, was wir, welche Tiere wir als erstes mal besagen. Erst jetzt die Schafe? Ja, wir sind halt nur da mal fast versorgbar. Wasser, Stroh, Gras. Ja. Ich fahr mal aber eine Kacke zusammen, leck mich da am Arsch. So. Ätzend heute. Ich kann keine geraden Linien neu ziehen. Ätzend. Ein paar Drogen nehmen, so. Vielleicht geht das dann mal besser. Ja, was sagst halt dir, du? Er hat schon einigen geholfen. Nee, will ich gar nicht. Ich will gar keine nehmen. Gar keine Lust drauf. Oh, was ein Treffer hier gerade. Herrlich. Aber wir legen immer auch zurück. 12 zu 13. Oh. Dann waren gerade zwei Mann weniger auf dem Feld. Blöder Schiri, da war so eine Pfeife. Alter, habe ich auch noch mal wieder sehen, der Wiederholung. Wie kann man das nur so mögen? Gut, dass die WM bald wieder vorbei ist. Ja, WM, Sonntag, Sonntagsfinale, WM, Handball-WM. Weltmeisterschaft. Na dann. Meine Kacke. Ich weiß nicht, wie man das feiern kann. Maurice erfreut sich ja alles. So, komm jetzt, jagt ihn daneben! Arsch. Was fährt ihr mit meinem Auto über die Autobahn? Das ist wohl wahr. Oder muss ich dir noch ein paar Sachen sagen, die du am besten bloß lassen kannst? Okay, das macht mir jetzt Angst. Ich denke, Alter, das wird schon ein bisschen kriminell dann. Okay. Sag ich dir gleich nach dem. Ich sag mal so, ich heiz auch nicht über 170. Also, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, 160 ist auf Feierabend. Da möchtest du dich am liebsten retten. Damit sind also, mich ganz schön kriminell. Glaub, da soll ich rückwärts fahren am besten, oder? Nee, so schnell. Ich weiß gar nicht, wie schnell der rückwärts fährt. Auch so 60 wie der Mercedes im ATS? Ja, gedacht habe ich es gerade aus, ne? Aber ab 160 wird das ganz schön kriminell auf der Autobahn. Ja, gut, so schnell fahre ich ja nun wirklich nicht, also. Kannst ihn aber ruhig mal treten, das schadet den überhaupt nicht. Ja, dann mach ich auf dem Rückweg und nur unter deiner Erlaubnis, um dass du es mir auch schriftlich gibst. Dann ja. So, ich habe dein Auto als Pfand bei mir. Das stelle ich dann. Ey, wir müssten testen, ob das Auto bei uns in die Garage passt, dann steht das nicht drin. Was? In die Garage. Dann ist das nicht so. Dann steht das trocken. Ja, musst du gucken, wie es passt. Vielleicht mach da noch ein bisschen sauber noch, dann kannst du die Sache damit vorfahren. Ich wasche mein Auto nicht, das steht wohl fest. Ich wollte sagen, also mein Auto ist nicht gewaschen, mein von innen noch so ein bisschen. Ein paar ich räume dann nochmal drin auf, spätestens wenn du morgen Abend kommst und zwei, drei Sachen da rausschmeißen. Ja, ich auch noch. So, ich bin fertig. Dann guck mal beim Baumwollernter vorbei. Ja, er hat schon abgeladen. Schon wieder? Ja.
Man sagt wegbringen und dann muss man gucken, wie weit er ist, weil mit oben vorherfahren und so. Ich weiß nicht, wie das unten aussieht, ob das unten besser aussieht. Ja, aber an der unteren Seite sieht es besser aus als oben. Ja, weil ich da oben unten zwei, drei Bahnen wegen dem Wasser da gemacht habe. Aber wenn man das weiß, kann man das immer vorher machen. Das hat ja gar kein Problem. Ja, ne. So. Ich jetzt mal eben gucken, was der sagt und spricht. Geld, 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 das spricht er wohl. Ja, genau. Das steht ja sozusagen auf den Stirn geschrieben. Money, money. Money, money. Ne, besser aufzudenken ist, glaube ich, für uns alle doch ganz gut. So. Weil er hat noch ein paar Bahnen zu ziehen, da also können wir ein bisschen was raus. Aber was mir interessieren würde, ob ich den auch abladen kann, wenn der nur so 15% hat oder das so. Das sollte auf jeden Fall auch gehen. Muss, ne? Eigentlich muss ja dann. Eigentlich. Obwohl, es wäre, sag ich. Es wäre grundsätzlich gar nicht mal so kritisch, wenn er es nicht könnte, weil er nur eine Frucht laden kann. Also wäre es grundsätzlich auch nicht so dramatisch, wenn es nicht gehen würde. Aber ja, ich denke, das geht ganz normal. Dann hast du halt einfach den großen Ball mit weniger Prozentzahl drin und fertig. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass das immer so ist. Ja, warum sollte das auch anders sein? Macht ja gar keinen Sinn. Nee, macht ja auch nicht. Also, das macht ja dann gar keinen Sinn. Was haben wir eigentlich? 21.12 Uhr. Ja, ich will jetzt ins Bett legen. Aber ich habe morgen nur noch 3 Projekte zum Aufnehmen. Oder? Ist ja schön. Was habe ich denn morgen? Singleplayer? Ne, 3. 4. Ach, geht ja noch. Ja. Titler? Singleplayer? Omsi? Und das für das Hobby wahrscheinlich komplett morgen auch noch. Mal schauen. Mars hauen. Für Maistadt wieder. So. Das haben wir. Gut. So, kurz auf dem Handy gucken, da etwas mal neu gekommen ist. Ach, kein Essay. Wird jetzt sein. Ach ja, die Woche schon wieder rum, ey. Soll ich dir mal mein Lieblingslied zeigen, was ich gerade absolut feier? Ja, bitte. Das ist meine Playlist, folgt mir da mal. Ich liebe die Playlist, das ist das beste Lied. Also, das ist gerade mein Lieblingslied, Alina, warte. Also von Sauflieder. Außer Sauflieder. Also wichtig, Sauflieder. Typisch, was wir warten. Warte mal kurz. Ja. Der Sauflieber kann Maurice mitfeiern. Krieg ich gleich noch einen Orgasmus dabei? Ja, mach mal bitte. Kennst du das? Kennst du das? Kennst du schon mit so einem komischen Centerboy? Meine Kacke. Ja, kommt aus Bayern mal, ne? Aus Kempen. Bayern, die haben eh an der Tüte. Sie hat keine Deutsch. Oder Anita ist auch richtig gut, wirklich. Das sind so richtig Schlagerlieder, die ich so übelst feier. Richtig cool. Gottes Willen. Das ist ziemlich langweilig, deshalb auch ich gerade einen Livestream und sagt, alle Leute sollen Musikvorschläge reinschreiben. Wir waren vorhin schon 7 Leute. Und jetzt nur noch 2, weil ein Kumpel richtig scheiß Vorschläge gemacht hat und ich nicht angehört habe. Ja, und jetzt ist jeder gegangen, weil die Lieder so scheiße waren. Wie kommt man auf so einen Kack? Ja. Gut zu wissen. Gut, dass wir noch Qualitätscontent produzieren. Ja, wollte ich auch sagen. Also, unser ist auch mindestens Qualitätscontent. Das regelmäßig. Irgendwas machen wir verkehrt. Die machen alles richtig. Die anderen machen alles verkehrt, Marc. So musst du denn. Ja, auch recht hast du wohl.
Gut, aber wir sind durch für die Woche schon wieder. Ja, wir haben es geschafft. Ja, und nächste Woche, also wenn ihr die letzte Folge gesehen habt jetzt, dann wisst ihr auch, was ich meine, was am Sonntag passiert ist. Also freut euch drauf, genießt es und ja, vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen dann nächste Woche wieder unter dem Kommentar dann stehen. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns für euer Interesse. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Abonniert unseren Kanal, schaut auf jeden Fall auch in den nächsten Woche wieder dabei oder wieder rein und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.